Anlegerfreie Baustelle. Was ist denn das für eine Baustelle? Gucken wir mal, ne? Kamera läuft. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Motovlog. Es ist scheiß Wetter, es regnet, aber es muss getan werden. Heute ist Samstag, an dem das Bike-Porn-Video hochkommt. Also es ist quasi Samstag und ich muss heute noch das Bike-Porn-Video für diese geile Maschine fertig machen. Deswegen ist das Wetter mir scheißegal. Ich treffe mich gleich mit einem Lieben, den ich habe auf Instagram gefragt, wer mein Kameramann spielen will. Und er hat sich dazu bereit erklärt. War vorher, muss ich noch an eine Tankstelle, weil ich habe keine Ahnung, ich glaube, mein Tank ist ziemlich leer. Die Maschine ging richtig scheiße an. Die muss ich einmal kicken. Es hat ewig gedauert. Bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten oder so. Deswegen mache ich die jetzt an der Tankstelle gar nicht aus. Und ich glaube, ich mache die beim Bike-Porn-Dreh auch nicht aus. Ich lasse die einfach an. Deswegen tanke ich die jetzt voll, damit sie anbleiben kann die ganze Zeit. So, der wird aufgedreht. So, jetzt wird in die Tankstelle reingegangen. Schön ausklappen. Oh, warte mal, ich stopp. So. So. Vorgetankt wäre die Maschine. Ach, fällt er hier durch. Ach so. Boah. Getankt hätte ich? Alter, es fängt immer mehr an zu regnen, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Boah, Alter, ey. Richtiges Pisswetter. Naja, wenigstens meine Maschine ist vollgetankt und immer noch an. Alter, es wird immer doller und doller. Was ist denn das? Dreckswetter, ohne Witz. Wieso suche ich immer die schlechten Tage aus? Nur leider hatte ich vorher keine Zeit, das zu machen. In der Woche war es immer schon dunkel. Boah, ist das widerlich. Hier vorne brauchen wir das drehen. Hier. Ich weiß nicht, ob er da ist, weil es jetzt so hart schüttet. Boah, ich habe keine Ahnung, ob er da ist. Puh. Junge. Hier ist auf jeden Fall niemand. Okay, ich stelle mich hier unter den Baum. Alter, Bordsteine macht das Ding ja easy. Wenn er mir jetzt abgesagt hat, ne? Dann regnet's Hate. Oh Mann, er hat abgesagt, oder? Ohne Witz. Alter. Okay, nützt ja alles nix. Dann muss ich wohl die gute altmodische Art. Ich muss es selbst machen. Leute, bitte seid mir nicht böse, wenn das Bikepon nicht so gut wird. Ihr seht die Bedingungen, unter denen ich das gerade machen muss. Die Maschine läuft und läuft und läuft. Aber ist mir scheißegal. Das Bikepon wird zwar jetzt nicht gut, aber wenigstens kommt eins. Ich bin da nicht so. Das ist mir wichtiger, dass das, was ich versprochen habe, kommt. Hashtag für meine Fans.
So, ich habe die ganzen Aufnahmen fertig, hoffe ich. Und ich werde jetzt abhauen hier. Ey, das wird mir zu blöd. Ich habe den Überzug über meinen Rucksack jetzt rüber. Ich hoffe, meine Kamera geht nicht kaputt jetzt, weil sie Wasser gesehen hat. Ich hoffe. Ich hoffe es einfach. Das sieht jetzt, glaube ich, aus wie ein Cape. Dieser Überzug. Ist mir scheißegal, wie das aussieht. Scheiße, meine Handschuhe habe ich nicht ins Trockene gelegt. Meine Handschuhe sind durch. Okay, Leute. Okay. Ich fahre jetzt einfach hier durch. Okay. Wow! Da bin ich aber direkt weggerutscht. Ist ganz schön rutschig, der scheiß Boden. Es wird immer doller, Leute! Fuck! What is going on? Alter Falter! Ich muss mich beeilen! Der Überzug für den Rucksack ist total beschissen. Ich merke, wie der rumflattert. Der reißt gleich ab. Ich bin Superman! Ich habe bestimmt ein Cape jetzt. Ich hoffe, das sieht aus wie ein Cape. Das wäre witzig. Anlegerfrei bis Baustelle. Was ist denn das für eine Baustelle? Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal die Baustelle da an. Gucken wir mal, was bei der Baustelle so abgeht. Hier wollte ich nämlich eines Morgens, diese Woche, wollte ich hier quasi den Weg langfahren, weil da vorne versperrt war. Alter, wie viel, das Wasser schwimmt hier richtig. Weil der Weg da vorne versperrt war, wollte ich hier langfahren. Dann war, kommt man da, fährt man von hier da lang eigentlich. Da war gesperrt. Keine Ahnung, was da los war. Ich gehe dem Ganzen mal gerade auf den Grund. Ist das eine Baustelle oder was? Oh Mann. Ich hab keinen Bock, weil wenn da welche sind, einfach einmal lang zu fahren. Kann sein, ich weiß gar nicht, warum waren die da? Da war, habt ihr ja gesehen, da waren, stand einfach ein BMW, so einfach so chillen. Wo kommen wir denn lang, wenn wir hier lang fahren? Gucken wir mal. Ich bin behindert, ey. Warum fahre ich denn jetzt noch? Es regnet und ich fahre einfach die übelsten Umwege. Jetzt hier. Junge, ist das kacke, das Wetter. Ich leg mich gleich noch auf die Fresse, ich sag's euch. Hey. Mein Hinterrad blockiert sofort. Ich glaube, ich bin hier falsch. Okay. Alter, ich habe gerade mit der Hinterradbremse gebremst. Nee, sofort am Driften, das scheiß Teil. Junge. Warte mal. Alter, das Ding ist sofort am Drift. Ich sehe, Alter, hier ist auch mit dem Stiefel ein Spiegel glatt. Heilige Mutter Maria, Alter, wieso ist hier so glatt? Junge, Alter, ich muss richtig vorsichtig sein. Selbst mit den Stiefeln ist man hier richtig am Rutschen gewesen gerade. Ich merke das richtig, wie... Wow! Junge, ich merke, wie das Hinterrad keinen Grip hat. Wenn ich jetzt Vollgas geben würde, wird das Motorrad einfach wegrutschen, das Hinterrad. Wenn ich nur einen Dollar Gas geben würde. Guck mal, warte. Okay, jetzt ging's, aber... Naja, ich fahre einfach mal wieder den normalen Weg. Alter, wie wenig Grip das Scheißteil hat bei Regen. Ist nur am Driften. Das Scheißteil ist nur am Driften. So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Moto-Vlog. Haut rein! Tschüsseli!